Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die rote Edition. Wir sind hier auf Route 17 beim Angeln. Und wir haben fast die Hälfte dieses Teiches geschafft. Es müsste eigentlich gleich der untere Rand auftauchen. Ein Tentacher taucht stattdessen an. Auf. Das habe ich leider greift angelesen und das mit Auftauchen gemischt. Naja. Also es greift an und taucht auf, wird taucht an. Antauchen. Da ist das Ende. Jetzt möchte wieder kein Pokémon mehr kommen. Aber das macht nichts. Da kommt eins. Am letzten Punkt dieser Seite. Glurak, du bist dran. Schlitzer. So, jetzt haben wir die Hälfte geschafft, Leute. Nein, das ist falsch. Jetzt machen wir die zweite Hälfte. Ein Tentacher, das können wir wieder zu... das können wir wieder beißen. Und Fukano müsste eigentlich in dieser Folge auch nochmal ein neues Level erreichen. Denke ich mir. Mal sehen, ob ich recht behalte. Krabi. Da kümmert sich Glurak darum. Schlitzer. Und weiter geht's. Die untere Seite haben wir auch gleich. Ist ja auch nicht weit. Und dann geht es nach oben. Zwei Folgen lang. So, was kommt da? Carpador. Brüller. So. Die letzte Seite, Leute. Und es geht wieder schnell voran.
Welches Pokémon kommt? Es kommt ein Tentachar. Ich glaube, wir haben nur noch zwei oder dreimal bis... Dreimal. Welches kommt hier? Krabi! Gelurak, du darfst kämpfen! Schlitzer! Was da vorhin jetzt die ganze Zeit keine Pokémon-Karten kommen, jetzt da ein Pokémon. Ein Tentacher. Biss. Haben wir jetzt leider nur noch ein einziges Mal. Rabbi. Da wird gleich Blubber gemacht. Da machen wir gleich Schlitzer. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr da, wo auf der anderen Seite der Biker war. Brille! Und haben hier auch einen Biker. Los, Glurak, mach es fertig. Erstmal ein bisschen Silberblick. Und dann Zerschneider. Glurak geht's aber langsam auch nicht mehr gut. Das Blubber von Krabi macht ihm zu schaffen. Wir haben auch nur noch 5-mal Brüller. Und auch nur noch 1-mal Biss. Danach haben wir mit Vulcano nur noch Glut. Aber zuvor kommt jetzt erstmal wieder ein Krabi. Schlitzer. F
Fukano erreicht Level 19. Super! Vielleicht kann Fukano ja jetzt wieder normal kämpfen. Mal sehen. Ah, jetzt kommt nichts mehr. Sobald wir den Biker nicht mehr sehen, dürfte eigentlich auch schon das Ende dieser Seite sein oder die Verengung dieser Seite. Das wird ja dann wieder ein bisschen schmaler. Immer noch rot. Dann nicht. Weiter geht's. Tetaha, super. Damit haben wir unseren letzten Biss los. Dann werde ich die Tetaras jetzt mit Glut versuchen zu bekämpfen. In der Hoffnung, dass das genügend Schaden macht, um sie zu besiegen. Ein Krabi. Silberblick, den haben wir doch auch. Aber statt Blubber nehmen wir Zerschneider her. Da ist die Verengung. Ein Tentacher. Dann versuchen wir es mit Glut. Fast. Und das mit einem Volltreffer. Aber dann sollten wir... Ich weiß nicht, ob wir Fukano noch kämpfen lassen sollten. Naja, mal sehen. Capror, da kann definitiv ein Brüller ran. So, jetzt geht es hier nach rechts. Aber nicht weit. Nur dreimal angeln und dann geht es weiter nach oben.
Ach, das Krabi lassen wir sowieso von Glurak besiegen. Mach mir einen Schlitzer. Dann geht es jetzt hier nach oben. Tentaha. Soll ich es nochmal versuchen? Ja, versuchen wir es. Ein Angriff von Tentach halten wir noch aus. So, und hier haben wir jetzt lauter Orientierungspunkte auf dem Weg nach oben. Denn da sind ja immer wieder Schilde. Und das finde ich schön. Das können wir noch besiegen mit Fukano. Danach ist Schluss. Danach kann Fukano nicht mehr kämpfen. Außer noch viermal Brüller. Und weg. Nichts. So, hier machen wir Schluss. Wir sehen uns dann morgen wieder in der blauen Edition und übermorgen wieder hier in der roten Edition. Ciao!